Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück beim Technik Let's Play. Ja, ich habe mich hier mal durchgebuddelt und jetzt bin ich auf Lapis gestoßen. Und ja, dann mache ich jetzt weiter mit euch. Wir haben gesagt, wir brauchen Lapis, hier haben wir ein wenig. Viel, also okay, wo liegt jetzt noch weiter? Ich würde sagen, viel war es ja jetzt gerade nicht, aber vorerst mal reicht es. Hier nehmen wir noch das Zinn mit. So. Ich denke mal, hier brauchen wir eh nicht weitergehen, oder? Was ist denn da? Eine Menge Erde, was ist da los? Warum so viel Erde hier? Okay, warum so viel Erde? Zack, nächste Spitzhacke. Das hat der Vorteil von Inventory Tweaks, ne? Da wechselt einfach, sobald eine Spitzhacke kaputt ist, auf die nächste. So. Hier noch eine Fackel und dann lassen wir das aber sein, schön langsam. Damit wir auch mal wieder zum Craften kommen und unsere Solarzelle craften können. So, ach, jetzt kommt hier wieder was. Man kann es ja nicht einfach liegen lassen. Da muss man schon das, die Items muss man mitnehmen. So, okay. Ist denn das jetzt, was wir hier bekommen? Silber. Ist wieder mal jede Menge. Das braucht normal kein Mensch so viel, aber ja. Ich denke mal, wie gesagt, liegen lassen brauchen wir sie auch nicht. Aber so, okay, das ist mir jetzt echt zu viel. Schaut mal, wie viel das ist. Nee, jetzt gehe ich wieder. Jetzt habe ich keine Lust. Zu viel wollte ich nicht haben und will ich nicht haben. So, die Kohle nehmen wir aber noch mit. Das habe ich mir gedacht. Beim Zurückgehen nehme ich die mit, falls ich hier nichts mehr finde. Und hier finde ich schon gleich wieder Tin. Oh, so. Kohle braucht man natürlich immer auch für Kohle, das sind alles. Fragen wir nur, was die da machen. Aber egal. Sollen sie nur. So, nochmal Kupfer. Nee, Zinn ist das nicht Kupfer. So, aber jetzt ist endgültig genug. Jetzt will ich nichts mehr davon wissen. So, jetzt gehen wir hier raus, wo wir reingegangen sind. Und dann hier rauf. Haben wir was zum Essen mit? Ja. So. Könnte man eigentlich mal schön Stufen machen. Dann könnte man einfach rauflaufen. Auflaufen! Dann brauchen wir nicht immer hüpfen, hüpfen, hüpfen. Alter, es bist wie aus Eimer. Ne? Genau, hier habe ich vergrößert. Das Dach habe ich noch nicht größer gemacht. Das sollte dann so eine Art Terrasse werden. Mal schauen. So, hier haben wir nochmal schön Blatt alles. So, zack. Ja, jetzt bin ich gesprungen. Jetzt ist natürlich das Fett wieder klein. So. Passt schon so. Na, die Karotten lassen wir vorerst mal. Gehen wir rein. Es regnet. Dann nass. Dann haben wir hier alles rein in unsere schöne Kiste. Zack. Ganze Erze und Lapis. Endlich Lapis. Das hat ja gedauert. So, dann war das hier viermal, hier zweimal und hier zweimal. Voila, zweimal Adventure Schaltkreis. So. Ich glaube so, ne? So irgendwie. Wollen wir mal schauen. Solarzelle. Ah, ein Adventure Maschinenblock haben wir vergessen. Das heißt, wir brauchen einen Maschinenblock, das heißt, macht mal auf jeden Fall das Eisen. Zweimal, zweimal, viermal. Dann brauchen wir noch die Kohle, das haben wir auch da, so. Fünf. Zwei, das geht sich genau aus, gut. Zack, hier rein. Die Lüften, also gehen wir ins Bett. Dann hört endlich der Regen auf. So. Gut. Jetzt müsste eigentlich der Regen aufhören. Ja, und
aus ist es. Sehr gut, das wollte ich, damit endlich Ruhe ist hier, weil man ja gar keine Ruhe. Leider habe ich ja durch, dass nur gestorben sind, die ganzen Punkte verloren. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber naja, kann man nichts machen. Momentan können wir mit den Punkten eh nichts machen. Hier brauchen wir zwei noch davon. Ja, Advanced Maschine Block. Der kommt hier unten rein. Und dann brauchen wir hier noch so, Ember das, ne? Achso, okay, das geht gar nicht. Oder V? C? Nee, Shift? Nö. Das war M. Müssen wir mal den Keypoint ändern, da ändern wir wieder auf den hier. Zoomen brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht, das auch nicht. Wobei, Large Map nehmen wir den hier, okay. Den, so. Okay. Nö, so. Jetzt geht's, seht ihr? Wir müssen den enablen, den Motor. Zack, zack. Und holen uns eine Solarzelle. Die kommt hier noch mit rein und siehe da, Advanced Solarzelle. Und ihr seht es schon in meiner Hand, die hat eine komplett neue Textur. Die habe ich selbst gemacht, die Textur. Gefällt mir sehr schön. Ihr seht es schön mit kleineren Streifen und Ecken, schön schwarz. Die Flächentextur schön grau, also da ein bisschen einen dickeren Rahmen, also dunklen Rahmen, damit es wirklich so betont wird. Also ich werde in Zukunft jetzt alle Texturen versuchen so anzupassen, auch die normalen und so. Da mache ich mir jetzt noch mein eigenes Texturenpack damit, dachte ich mal. Hier von der Seite nochmal genau anschauen. So ein bisschen so schimmermäßig. Ja, so habe ich mir das vorgestellt in Zukunft. So ein paar Texturen zusammenbaue. So, jetzt gehen wir da rein. Die produziert natürlich schon jede Menge. Sehen wir. Die wird gleich voll sein. Zack. Jetzt ladet die sich auch auf. Dann laden wir den gleich auf. Das braucht jetzt natürlich ein wenig. Laden wir lieber hier rein auf. Geht schneller. Zack, voll. Sehr gut. So, mal zumachen hier wieder. Die packen wir gleich in die Industrial-Craft-Kiste rein. So, den auch gleich da rein. Flint und so brauchen wir momentan gar nicht. Kartoffeln lassen wir mal durch. So, das heißt eigentlich, jetzt haben wir schon ziemlich viel Strom. Könnten eigentlich die beiden Maschinen wieder volle Kanne laufen lassen. Wir haben ja wieder ziemlich viel Erze, die wir durchschmitzen müssen. Zack, genau. Den gibt ja auch gleich mal hier etwas zu tun, hat er eh schon. Oh, es passt schon. So, wir produzieren 1 Megajoule, wir haben 2 Megajoule, 4 Megajoule, passt schon. Wichtig ist, dass die Stromversorgung standhält. Und ich denke mal, das macht's jetzt. Natürlich nur am Tag, in der Nacht sieht die Sache wahrscheinlich anders aus. Aber darum werden wir uns auch gleich kümmern. Was haben wir hier? Sand, der gehört hier nicht rein. Sand gehört hier rein. So. Oh, das Phönix ist auch wieder da. So, so. Den restlichen Kack hier rein. Was ist mit mir schon wieder? Zack. So. Hierhin. Charcoal, Charcoal, okay, okay. Mal alles im Überblick. Extractor, Kompressor, das läuft alles. Irgendwas wollte ich jetzt bauen, aber ich weiß gerade jetzt nicht mehr was. Jetzt ist mir wieder ja. Na, gute Frage, ne? Wir können uns noch eine zweite Advanced Solarzelle bauen. So schwer ist es ja jetzt eigentlich nicht. Wir haben ja eigentlich die Rohstoffe, ne? Ah, ich weiß schon wieder, was ich bauen wollte. Das wollte ich bauen. Eine MFE. 4 Energiekristalle. Das heißt, wir bauen mal Redstone und 4 Diamanten. So, Diamanten. Redstone.
ergibt viermal Energiekristall. Wenn man genügend Redstone hat. So. 2, 3, 4. Dann brauchen wir noch das blöde Goldkabel da. Und mal so. Okay, das geht so gar nicht. Es geht irgendwie anders, ne? Da kann man, es gibt ja noch mehr Rezepte. Okay, das war mal. Auch das zweifach isolierte, okay. Tja, dann halt so. 4. 4. 4, okay. So, so, so. Und ein Maschinenblock noch. Das heißt, hier sind wieder 9 mal. 2. 2. 2, 3. So, die Frage ist nun wieder, wo bauen wir die MFI hin, ne? Die würde ich ja anstatt hier draußen der Bedbox hinbauen. Jetzt reicht's mir aber schon langsam, jetzt baue ich hier eine Tür rein. Weil wir werden hier sowieso öfters raus müssen. Irgendwo habe ich ja noch Türen rumliegen. Hier, so. Eine Tür, da brauchen wir noch Marble. So, einmal. Oben und die von außen schön sah. Hier unten eine Tür. Und hier lieber eine MFI anstatt der Bedbox. Und drin müssen wir dann eh schauen, wie wir das hier verkabeln. Ne? Mal hier Platz machen, dass wir hier mal drumherum gehen können. Und mal schauen, wie wir das hier dann machen. Also hier würde die MFI sitzen. Dann müssten wir hier eine Low Voltage rein und die Bedbox kann eigentlich bleiben. Und den Low Voltage, ja, genau so machen wir das. LV-Transformator und das. Das heißt, wir brauchen dann auch noch einen LV. So. Jetzt geben wir mal hier ein bisschen Gas, da lassen wir mal weiterkommen, sonst schlafen wir hier ein in Let's Play. Den wollte ich rausnehmen, nicht die MFE anklicken. Zack, MFE, sehr gut. Und wir brauchen natürlich noch ein LV. V-Transmitter. Den hier. Okay, Kupferkabel oben unten. Rest ist Holz. In der Mitte Kupfer. Nee, doch. Sag ich. Was haben wir da? 1, 2, 3. Falls das nicht geht, so. Ah, doch, dasselbe. Noch egal. LV. Das, das. Und eventuell die Ranch. Mal schauen, vielleicht brauchen wir es hier. Und jetzt hier mal die MFI abbauen. Zack. Hier mal weg da. Dann kommt der Kabel weg. Hier kommt der LV drauf. Ja. Und hier dann die MFE, die Richtung. Ne? So. Die wird gefüllt und gleichzeitig geleert, weil die gefüllt wird. Spitze. Das funktioniert so. Hier machen wir dicht. So. Das Problem, was wir haben, ist ja jetzt nur, dass die User hier draußen dann Strom klauen können. Okay, das können sie hier auch, aber naja, wenn sie meinen, sie müssen das unbedingt, dann sollen sie es halt tun. Aber ich glaube nicht, dass das jemand tut. Ich hoffe, es ist halt für die User. Sollte sich das bemerken, wird dieser User sicher nicht lange am Server sein. Eigentlich könnte man ja hier. Ja, egal. Ich denke mal, das wird hoffentlich keiner machen. So, da rein. Gut, jetzt haben wir jetzt meiner Meinung nach eine ziemlich standhafte Stromversorgung, wenn wir hier auch nochmal anschalten. Und die Petro könnten wir ja hier auch nochmal mit rausverlegen. Brauchten wir noch. Okay, dann machen wir halt einfach so. Mal hier Goldkabeln.
Zack. Zack, dann ladet der Petro den auch noch mit. Bis das Öl einmal leer ist, dann können wir den Petro mal abbauen und umbauen, weil ich finde, das Ganze hier, was wir hier haben, ungefähr hier, so wie hier, nach rechts bauen und nicht hier nach links bauen. Beziehungsweise später mal umbauen. So, dann gehen wir schlafen. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Bis dahin, zur nächsten. Ciao, Leute.